Das ist Max. Max studiert Unternehmensführung an der Hochschule München. Aber der Malermeister ist auch Chef seines eigenen Handwerksbetriebes und kam auf dem dritten Bildungsweg zum Studium. Er absolviert es neben dem Beruf. Mit nicht traditionellen Studierenden wie Max hat sich Carolina Engenhorst in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Sie fragte sich, wie man NTS darin unterstützen kann, möglichst erfolgreich berufsbegleitend zu studieren. NTS sind beruflich und privat häufig weit mehr ausgelastet und verfügen meist über mehr Berufs- und Lebenserfahrung als traditionelle Studierende. Somit liegt die Hypothese nahe, dass ihr Lernerfolg von ganz besonderen Faktoren abhängt. Welche das sind, darüber wurde lange spekuliert. Die Selbstwirksamkeitstheorie von Deasy und Ryan besagt, um erfolgreich zu studieren, braucht es intrinsische Motivation, also die Überzeugung, das Richtige zu tun. Nach Interviews mit etwa 90 NTS ist Carolina Engenhorsts Erkenntnis, deren Motivation ist direkt daran gekoppelt, inwieweit ihre Lebens- und Berufserfahrung von den Lehrenden anerkannt wird. Ob ein NTS erfolgreich lernt, hängt also davon ab, ob er auch als lernende und kompetente Person angesehen wird. Lehrende, die sich auf NTS einlassen und sie als Bereicherung sehen, unterstützen sie bestmöglich in ihrem Lernprozess. Dabei können sich die Lehrenden auch selbst weiterentwickeln. Diesen Zusammenhang statistisch nachzuweisen, macht Carolina Engenhorsts Dissertation besonders. Die Ergebnisse ermöglichen es Hochschulen außerdem, bei der Auswahl der Lehrenden für ihre berufsbegleitenden Studiengänge künftig auf die von Engenhorst ausgearbeiteten Kriterien zu achten. Lehrende sollten offen, flexibel und bereit zur eigenen Weiterentwicklung sein. Auch die Politik ist gefordert. Sie muss die Rahmenbedingungen für berufsbegleitende Lehre weiter verbessern, um dafür noch mehr engagiertes Lehrpersonal zu begeistern.